Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Ein handlungsfähiger Staat ist Voraussetzung für gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhalt. Gerade jetzt in der Krise. Deshalb hat die Bayern-Koalition frühzeitig entschieden, beim Schutz der Bürger vor Corona und hohen Energiepreisen viel Geld in die Hand zu nehmen. Wie wir Wirtschaft, Kommunen, Vereine, ehrenamtlich Engagierte und Bürger auskömmlich unterstützen, zeigt sich am Haushalt 2023. Der ist mit rund 71 Milliarden Euro ein großer Wurf für Bayerns Innovationskraft, weil er gezielt da ansetzt, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird. Beispiel: kommunaler Finanzausgleich. Mit mehr als 11 Milliarden Euro ist er auf Rekordniveau. Beispiel: innere Sicherheit. Das Polizeibudget erreicht mehr als eine halbe Milliarde Euro und es gibt Geld für zusätzliche 500 Polizeistellen. Beispiel: Härtefallfonds Bayern. 1,5 Milliarden Euro zum Auffangen der Energiemehrkosten für öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser, Kitas und das Ehrenamt. Beispiel: Vereinspauschale. Wir werden sie kommendes Jahr verdoppeln. Zusätzlich zu unserer Beistandsoffensive für gemeinnützige Vereine und Organisationen. Beispiel: Wirtschaft. 300 Millionen Euro stecken wir in die Hightech-Agenda und noch einmal 147 Millionen in die Technologieförderung. Beispiel: Energie- und Klimapaket. Der Freistaat verstärkt den Ausbau von Wasserstoff, Biowärme, Windkraft und Photovoltaik mit rund 500 Millionen Euro, damit Gas, Kohle und Öl noch schneller verzichtbar werden. Beispiel: Bildung und Hochschule. 24,6 Milliarden Euro geben wir nächstes Jahr allein dafür aus. Mehr als ein Drittel des Gesamthaushalts. Das Allerwichtigste aber: wir nehmen keine neuen Schulden auf. Ich bin sehr froh, dass wir uns das leisten können. Und ich danke euch für den Fleiß, den ihr im Interesse unserer gemeinsamen Heimat Bayern jeden Tag aufs Neue an den Tag legt. Denn nur, was wir alle zuvor erwirtschaftet haben, können wir später zum Wohle des Freistaats wieder ausgeben. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Freie Wähler Landtagsfraktion.